Rentenerhöhung 2020, die neuen Rentenbescheide werden kommen. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Die Rentenerhöhung 2020 zum 1. Juli diesen Jahres wirft ja nun schon seine Schatten voraus. Wir haben das ja in der Ansage zu dem, was sich im Jahr 2020 ändern wird, in der Rente schon mal so ein bisschen bekannt gegeben. Also am 1. Juli 2020 ist es wieder soweit, die gesetzlichen Renten werden angepasst. Nach den aktuellen Vorhersagen soll es zum 1.7.2020 um die 3% mehr Rente in Süd- und Nordost- und Westdeutschlands geben. In Kürze, im März 2020, sind ja nur noch ein paar Wochen, gibt der Bundesminister für Arbeit und Soziales dann die aktuellen Zahlen zur Rentenanpassung 2020 bekannt. Das läuft jedes Jahr so. Aber eine gewisse Spannung baut sich bei allen schon auf, auch bei uns. Und dann sitzen wieder viele Menschen vor dem Fernseher und hören Nachrichten und die Rente geht drauf. Die Taschenrechner werden rausgeholt und dann guckt man mal schon, was macht das eigentlich mit meiner Bruttorente? Wie hoch geht die? Dann geht's aber los. Im Mitte Juni 2020, ist auch nicht mehr lange hin, kommen dann die ersten neuen Rentenbescheide. Die deutsche Rentenversicherung wird wieder 21 Millionen Rentenanpassungsbescheide rausschicken. Und genau deshalb ist auch dann wieder Vorsicht geboten. Denn es werden ja nicht nur die Altersrenten und Erwerbsminderungsrenten angepasst, sondern auch die hinterbliebenen Renten. Und genau bei diesen Doppelrentenbeziehern müssen wir natürlich immer ein bisschen aufpassen, oder Sie müssen da aufpassen. Ich sage immer, geht die Altersrente rauf? Also ich bin Doppelrentenbezieher, ich bekomme eine Altersrente und eine Hinterbliebenenrente, dann sage ich, geht die Altersrente rauf, kann es passieren, dass es mit der Witwen- oder Witwerrente runtergeht, auch wenn diese selbst steigen wird. Das hat was mit der Einkommensanrechnung zu tun. Auch immer wieder ein Thema ist, da gibt es dann auch immer Streit und kein Mensch blickt da eigentlich auch wirklich durch, was in den Rentenbescheiden wirklich so drinsteht. Aber dafür haben Sie ja letzten Endes dann auch uns und können dann unsere Beratungs- oder Berechnungsmodule auf Rentenbescheid 24 nutzen, damit das alles sauber läuft. Aber die Zahlen müssen natürlich stimmen, das ist ganz klar. Daher sollten alle Versicherten genau prüfen, ob sich die Bruttowerte der neuen Renten in den Rentenbescheiden, die dann kommen werden, im Vergleich zu den Bruttorentenwerten aus dem Jahr 2019, also Sie erinnern sich noch an die alte Rentenanpassung 2019, ob die dann auch wirklich die Prozentwerte der Rentenanpassung erreichen. Ich werde in einem späteren Video Ihnen dann nochmal zeigen, was ein Rentenanpassungsbescheid eigentlich ist, wie der aussieht und wie man den lesen soll und auf was man da achten muss. Das ist nicht ganz so schlimm, aber letzten Endes machen wir das mal und dass Sie mal sehen, wie das überhaupt funktioniert und wie wir da bei der Prüfung vorgehen. Wir sind alle sehr gespannt auf die neuen Zahlen, die in ein paar Wochen kommen werden. Warten wir es ab. Die Rentenerhöhung 2020 wird aber kommen. Näheres zum Thema Rentenerhöhung 2020 finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.